Ich war neulich auf einer Familienfeier, eine Hochzeit, und es kam so, wie es kommen musste. Man hat mich ganz dumm von der Seite angequatscht. Oh Mann, die Ausländer sind an allem voll schuld, aber wir von der AfD, wir sind so erfolgreich, weil wir sichern die deutsche Identität. Wir sind der bald parlamentarische Arm von Donald Trump im Bundestag. Und da habe ich nur gedacht, meine Güte, warum müssen ausgerechnet die Leute, die am stolzesten darauf sind, deutsch zu sein, immer so hässlich sein und so einen Blödsinn reden? Ja? Und was, frage ich mal, die haben doch einen Sprung in der Schüssel, ne? Was heißt denn da überhaupt das, dieser gemeinsame germanische Ursprung, auf den sie sich immer so gerne berufen? Was heißt das Deutsch sein? Ne? Wir können mal versuchen, uns dem sprachlich zu nähern. Also Deutsch, wissen wir alle, ist ja ein Wort aus der deutschen Sprache und leitet sich, wen wundert das, von einer alten germanischen Substanz ab, die sich selbst als Substantiv zur Eigenschaft hat. Ne? Also das Wort vom deutschen Volk bedeutet nichts anderes, als dass es bedeutet. Ist klar soweit, oder? Also, Deutsch, das kommt von Diet, das ist ein mittelhochdeutsches Hauptwort und bedeutet Volk. Und das dazugehörige Adjektiv, Diutsch, heute Deutsch, heißt völkisch. Das deutsche Volk ist also ein völkisches Volk, ein Volkvolk. Und Dieter, ergo Bohlen oder nur, ist deshalb eigentlich ein Volker. Was folgt daraus? Ein Sprung, weil wir Deutschen, wir waren ja nie ein Volk, wir waren ja stets mehrere. Also Volksstämme, Gevieltheit durch Dialekte, die sich untereinander kaum verstanden haben, unterteilt in Ost und West, Anständige, Unanständige, helle und dunkle Deutsche. Uns Deutsche gab es also immer in mehreren Ausführungen. Die Schizophrenie liegt uns sozusagen im nationalen Gen. Ja, das Gespalten-Irre-Sein ist damit ein Grundzug des deutschen Wesens. Das deutsche Wesen wiederum ist ja nur ein Gemeinwesen, weshalb die Bewusstseinsspaltung auch keine individuelle, sondern eine kollektive ist. Ja, das Gespaltensein gehört also zur deutschen Identität. Ja, wir waren und sind immer geteilt, um nicht zu sagen, nicht ganz da. Ja? Es gibt ja auch zum Beispiel Zuschauer, ja, die schon vor der Vorstellung sicherheitshalber ihren Kopf an der Garderobe abgeben. Dann setzen sie hier in den Saal und meinen, sie sind da, dabei haben sie sie nicht alle. Deshalb wird ja die Grundfrage des deutschen Entertainments im Kasperletheater immer gleich zu Beginn gestellt. Seid ihr alle da? Ja? Die Kinder... Ja, danke. Die Kinder rufen dann ja und es kann losgehen, fragt man, aber die Tassen im Schrank fehlt immer mindestens eine und dann dauert es, bis etwas folgt. Ja? Und es geht also um die Daseinsfrage, wenn es um das deutsche Wesen geht. Und das mit dem Dasein ist bei uns Deutschen auch was ganz Besonderes. Denn in den 1000 Jahren des deutschen Heils beispielsweise waren die meisten Deutschen ja auch nicht da. Jedenfalls konnten sie sich später an ihr Dasein nicht so erinnern. Also da sind sie nicht gewesen und da auch nicht und da schon gar nicht. Also das deutsche Volk etwas noch nie da gewesen ist. Und wenn wir dann tatsächlich doch irgendwo da gewesen sein sollten, dann kann da ja nichts gewesen sein. Und wenn da doch was gewesen war, dann sind wir es bestimmt nicht gewesen. Und das, obwohl es immer noch viele gibt, die meinen, am deutschen Wesen solle die Welt genesen. Ja? Also da ist wohl etwas geschehen, aber das ist Geschichte. Und damit schließt sich jetzt der Kreis. Denn auch die Begriffe Geschehen, Geschichte und Schicksal haben eine gemeinsame sprachliche Wurzel. Und die gemeinsame germanische sprachliche Wurzel, dafür ist G. Es geht, der Sprung. Das Geschehene ist also auch immer das Gesprungene, weshalb wir Deutschen mitunter ja auch nicht alle Massen im Schrank haben. Das Einzige, was die gespaltenen deutschen Wesen stets zusammengehalten hat, war demzufolge der gemeinsame Sprung in der Schüssel. Und damit haben wir ihn jetzt, den germanischen Ursprung.